Mann, wie alt ist der inzwischen? Was dich eher nicht traurig macht. Alter! Ey, wie heftig sieht die Serie denn aus, bitte? Wow! Alter, wie hochwertig ist diese Serie denn produziert? Oh mein Gott! Boah! Das hat ja Kinofilmniveau. Leck mich am Arsch! Oh Gott, er hat eine neue Familie. Vielleicht ist das eine Verrückte. Oh! 1959. Holy shit. Findet ihr nicht auch bei all diesen simplen Shots, die hier gerade passieren, sieht das alles besser aus als Secret Invasion und so? Das sieht einfach alles so viel hochwertiger aus. Das ist unfassbar. Ich schätze, das kommt drauf. Und so wie sich diese Serie gerade präsentiert, das war das Geile an Godzilla 2014, weil das so mehr in dem realistischen Raum sich bewegt hat, trotz Titan. Und nicht so abgefahren war halt. Oh mein Gott. What's going on? Steh auf. Was passiert hier? Das ist das Frühwarnsystem. Warnung vor. Gojira. Gojira. Geil! Geil! Wow. Wow. Oh, hab ich Gänsehaut! Boah, wie das aussieht, Leute! Wow! Selbst ohne die Titanen finde ich ihre Storyline auch schon total spannend. Ich will unbedingt wissen, was der Vater gemacht hat. Ich finde es immer wieder lustig, wie die Hecken darstellen, ne? Mit die drei Knöpfe, dann läuft irgendwie was durch und dann ist das Ding gehackt. Oh, sie lockt sich bei Monarch ein. Oh, shit. Hey, hier ist Collins von der... Oh, holy shit, das Ding flippt jetzt noch da aus. Oh, no. Wie haben wir in Alien-Filmen gelernt? Wenn da irgendwo Eier rumstehen, ganz nah dran gehen und reingucken. Immer wichtig. Oh, nein. Oh, nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin Keiko Miura und Sie können mich Dr. Miura nennen. Mit den Dingern soll man eigentlich. Das ist genau meine Mucke. Es ist so spannend! Und eigentlich ist das Geilste an dem Monsterverse natürlich die Monster, aber ich finde die Stories um die Menschen hier super cool. Ich finde es geil, wenn die so reale Events mit dann so diesen Fiktionen aus Filmen verbinden. Also so Pearl Harbor war eigentlich kein Angriff der Japaner, sondern da war ein Mutu dabei oder irgend sowas. Ich liebe sowas. Seht's, organisch was. Irgendein Schleim. Alien-mäßig, holy shit. Da nistet doch was drin. 100 pro. Unmittelbar nach dem G-Day hat er uns erzählt, er müsse irgendwo dem hin. Dem G-Day. So nennt man übrigens auch meinen Geburtstag. Den G-Day. Wow. Großer Gott. Wieder zurück. Wow, was ist das? Oh, was ist denn die Mutti? Oh, fuck! Why?
Boah, der Schleim mit diesem Öleffekt sieht so krass aus. Oh mein Gott. Mann, er muss eigentlich auch viel mehr Filmrollen bekommen, gell? Ich weiß gar nicht, warum man ihn so selten sieht. Er war in Guardians super. Ich finde, er ist auch immer noch ein super Schauspieler. Holy shit! Oh! Du bist nie mit deiner Grandma gefahren. Ey, die sehen sich so ähnlich, das ist ein unfassbares Casting. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich muss mal nachgucken oder einer von euch guckt mal nach. Sind die nicht auch verwandt? Ist es nicht auch der Sohn? Mann, ich will unbedingt mal nach Japan, ey. Oder irgendwo nach Asien. Ist das geil. Gerade irgendwo, wo ein Vulkan ist oder so. Die Effekte sind so feier. 54 wieder. Oh, da wird der Atomtest gemacht, oder nicht? Boah, sehen wir jetzt, wie die den Atomtest machen aus dem Anfang vom ersten Godzilla? Weil sie ihn jetzt anlocken mit Uran und dann beballern. Das wäre nice. Ey, tatsächlich, wie geil. Alle kennen beim 2014er Godzilla die Anfangssequenz, wo man sieht, wie der Atomtest gemacht wird von Godzilla. Und man dachte, man hätte ihn damit aufgeweckt oder so. Aber tatsächlich wollten sie ihn damit schon das erste Mal killen, die Pisser. Das Ding wird nicht in den Was hat der eigentlich an die Fressen-Radioaktivität nicht verstanden, der Idiot? Das ist ungefähr so, als wollten sie mich mit Lasagne in die Luft sprengen. Was hat er gerade gesagt, du Homo? Oh Gott. Godzilla wird sie so in den albernen Kopf treten. Huh. Woo! My boy! Holy shit. Alter. Oh, Baby! Oh, die Effekte sind so asozial. Boah, alter Vater. Oh Gott, er wird euch alle killen. Ah, ist er vielleicht gelandet und irgendwas hat den Flieger auseinandergerissen? Meint er das damit? Yo! Wow! Oh, Scheiße! Was ist denn das für ein Titanmaulwurf? Alter! Wow! Das ist auch mit dem letzten Piloten passiert. Alter, die Effekte sind so asozial, ne? Es ist auch so schlau, da sehr viele chinesische oder japanische, asiatische Schauspieler reinzuhauen, weil die wollen natürlich den asiatischen Markt auch damit bedienen, weil da holen sie natürlich richtig Kohle raus mit der Marke Godzilla, MonsterVerse. Jawohl! Oh, what a shot! Stellt euch vor, die Herr-der-Ringe-Serie wäre von Apple gemacht worden, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sachen habe ich ja schon bewundert. Kann ich dich wiedersehen? Er hat auch die besten Sachen bewundert. Gib mir deine noch echte Knöpfe. Oh, das alte Motorola. Motorola, was ist das? V3? RV3? Irgendwie so. VZ3? Ich hatte das auch mit dieser silberne Tastatur. Das war Hammer. Ja. Als ob das so viel wäre, ich meine, er hat gerade die Hitze auch innerhalb von 10 Sekunden absorbiert gehabt, also. Alter. What the fuck is going on? Boah. Es hat gerade voll die Dead Space Vibes. Boah, Leute, ist der Sound asozial. Wow! Ey! Schau! Schau! Da ist er! Wow!
Oh! Zünd es an! Ich wollte schon immer mal in die Luft fliegen. Essen ist fertig zu Drecksfliegen. Ich wollte schon immer mal in die Luft fliegen. What the fuck? Mach schon! Oh, das erinnert mich auch an Mandalorian, an die Vieh aus dem ersten Teil, ne? Geiles Vieh, ne? Mal was Neues. Was ist das? Könnte das mit Ghidorah zusammenhängen? Ihr wisst ja, Ghidorah, den King of Monsters. Das ist selbst für Apple zu viel. Also, ne, es ist und bleibt eine geile Serie. Was eine coole Serie, also wirklich.